Hallo lieber Steinbock, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass du dich hier wieder für mein Video interessierst. Herzlichen Dank dafür. Mein Name ist Tina und um was geht es hier in diesem Video, lieber Steinbock? Du wirst es vielleicht schon gespürt haben, wir haben wieder äußerst starke Energien. Und ich habe den Impuls bekommen, dir eine Botschaft in deine Situation mit auf den Weg zu geben. Du spürst natürlich gut hinein, ob diese Botschaft für dich stimmig ist. Und wenn sich deine Sonne im Zeichen Steinbock befindet oder du einen Aszendenten Steinbock hast oder sich der Mond im Zeichen Steinbock befindet, dann bist du erstmal hier grundsätzlich richtig. Und ob es deine Botschaft ist, da, wie gesagt, da spürst du im Halt gut hinein. Ich werde dieses Video kurz und knackig halten. Ich habe drei Orakeldecks mitgebracht, die stelle ich dir mal kurz vor. Dieses Deck ist das Work Your Light Orakel. In der Mitte haben wir Akasha Chronik Orakel Your Loved. Und dieses Deck kennen bestimmt einige von euch, das ist das Engel der Liebe, Orakel. Die Hauptbotschaft, so nenne ich das mal, werde ich hier mit den Lenormand-Karten legen. Die Orakelkarten werde ich verdeckt hier auflegen. Und wenn dir das zu lang ist, lieber Steinbock, dann spul vor, bis die Legung startet. So, erste Botschaft. Immer dann, wenn du dieses Video schaust, ist es genau der richtige Zeitpunkt für dich. Die wollte sich richtig aufstellen, ne? Aufbäumen. Stocken ein bisschen. So, Nummer 2 und Nummer 3. So, Nummer 3. Dann kommen jetzt die Lenis dran. Upsa. Der Baum wollte schon mal gesehen werden. Und die Sterne. Das Schiff. Und unter dem Deck haben wir den Hund. Der Hund ist eine ziemlich treue Seele. Hunde, wenn du vielleicht sogar einen besitzt, ja, verkörpern die bedingungslose Liebe. Auch wenn man sie nicht so nett behandelt, kommen die immer wieder zu einem zurück. Schenkst du ihnen sehr viel Liebe, dann bekommst du das Doppelte und Dreifache zurück. Hunde lieben dich mehr als sich selbst. Ja, das ist also die Treue pur hier. Der Hund spricht aber auch von Erwartungen und von immer wieder dasselbe zu tun. Ja, er spricht auch davon, lass mich gerade noch mal reinspüren, der spricht halt auch davon, sich zu rechtfertigen. Ich lege ihn erstmal hier so beiseite und dann schauen wir mal, was es noch genauer mit dem Hund auf sich hat. Wir haben hier den Baum, die Sterne und das Schiff. Ich nehme mal hier die Orakelkarten als Energie noch dazu. Kommen da gleich drauf zurück.
Mit dem Baum kam mir als erstes, der ja hier so aus dem Kartendeck herausgesprungen ist, ja, kam mir hier die Vergangenheit entgegen. Was gibt es da schon total lange in deinem Leben? Ja, wo dir jetzt eben halt etwas drüber klar werden dürfte, beziehungsweise vielleicht halt auch endlich klar werden dürfte, eine Erkenntnis gezogen wird und dadurch kommst du wieder in den Fluss, in die Entwicklung. Jetzt lese ich aber hier schon sehr stark das Wort der Täuschung, ja? Und da kann es gut sein, dass du hier dir mit den Sternen dass du hier mit den Sternen Vorstellungen hast, Wünsche hast, die irgendwie nicht in die Realität umzusetzen sind oder wo du dir was vormachst, weil die Sterne eben halt auch von Illusionen sprechen. Hier obliegst du anscheinend schon eine längere Zeit der Illusion. Du hast einen Wunsch, der sich schon sehr, sehr lange durch dein Leben zieht, wie so ein roter Faden, könnte man sagen. Und es kann, ja, Moment, ich muss eben überlegen. Und diese Vorstellung, Wunsch, fährt weg in deinem Leben, dann kommt es wieder und fährt weg und kommt wieder. Und irgendwo steckt hier so eine Hoffnung, so eine Sehnsucht hinter. Und irgendwie fährt eben halt auch genau das immer wieder weg. Ja, also da ist so ein Wunsch, eine Vorstellung, ja, die, wie gesagt, sich quer durch dein Leben zieht und irgendwie will diese Vorstellung, dieser Wunsch sich nicht erfüllen. Und du bleibst aber trotzdem dem Ganzen treu. Und jetzt scheint es eben halt so einen Punkt zu geben. Anscheinend kommt das jetzt gerade wieder. Jetzt darf dir aber etwas klar werden. Ja. Dass du nicht erwarten kannst, dass andere dir diesen Wunsch erfüllen, sondern du dich an das Ruder stellen musst und dir selber diesen Traum, diese Vorstellung, diesen Wunsch kannst du dir nur selber erfüllen. Und dieses Gefühl scheint sich dir verstärkt aufzutun. Dieses Gefühl reift jetzt mehr und mehr an dich heran. Der oder die andere kann das gar nicht. Nur ich kann mir diesen Wunsch selber erfüllen. Und ich glaube, und ich nehme direkt mal diese Orakelkarte dazu, da wird eine Maske eben halt fallen. Hier ist die Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Ich habe aber gerade nicht das Gefühl hier, könnte man meinen, dass der andere diese Maske trägt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du selbst trägst da die Maske. Dass jemand du bist. Denn sonst wärest du nicht immer wieder an diesem Punkt. Ach, ich habe so diesen Wunsch. Ach, ich würde doch so gerne einmal in meinem Leben soll sich das doch erfüllen. Und aber der Hund sagt mir eben halt, du bleibst an dieser Sichtweise hängen, dass eben halt der andere, wenn der doch seine Maske fallen lässt,
dann bin ich sofort mit am Start. Dann setze ich hier die Segel, dann fahre ich los, dann bin ich im Flow. Ja, dann bin ich voller Hoffnung. Aber dieses Schiff fährt eigentlich davon weg, ja, und es fährt nämlich nicht darauf zu. Es fährt davon weg und sagt mir, für dich als Botschaft, da kannst du lange warten. Da kannst du dich lange an den Bahnhof stellen und auf ein Schiff warten. Es wird nicht ankommen. Oder wie heißt dieser Spruch da, ne? Mit dem Zug, der wird nicht kommen. Ja, wenn du in diesem Schiff sitzt. Weil da kann nur ein Zug kommen und kein Schiff. Und du musst dich hier an dieses Ruder stellen. Das kann kein anderer machen. Und du täuschst dich eben halt, dass jemand eine Maske fallen lassen muss. Ich nehme, wie gesagt, ganz stark deine Maske wahr. Ich gehe mal weiter hier noch in den Orakelkarten. Hier hast du eine starke Energie an deiner Seite, den Erzengel Gabriel. Mit der Nummer 6 auch hier, Erzengel Gabriel guckt hier ganz sehnsuchtsvoll, aber hat eine unheimlich tolle Botschaft für dich. Lass dunkle Gedanken und Gefühle los. Bitte um Reinigung und lass es geschehen. Und den Erzengel Michael, Entschuldigung, jetzt Michael, vielleicht hat der Erzengel dir auch noch etwas zu sagen. Der Erzengel Michael, der bringt auch oft Klarheit, auf jeden Fall halt auch Stärke mit sich, Kraft und Mut. Aber der Gabriel ist dazu in der Lage, hier zu reinigen. Und das ist ja halt auch was von Reinigung und generell halt auch Klarheit, ja. Und du kannst diesen Erzengel an deine Seite holen und dir eben halt sagen, lieber Erzengel Gabriel, hilf mir, diese dunklen Gedanken und Gefühle loszulassen, reinige diese in mir und hilf mir dabei, eben halt mir meine eigenen Träume, Wünsche, Vorstellungen zu erfüllen, ja. Die 6 ist übrigens halt auch die der Harmonie. Ja? Komm in deine Mitte. Boah, da hast du aber eine gewaltige Karte an deine Seite geholt. Hier haben wir auch nochmal so dieses ganze Dunkle, ne? Aber hier, schau mal, lieber Steinbock, da ist die Öffnung zur Liebe, zur Hingabe, zum Fließen deiner. Womöglich ist es genau da, wo du hin willst, ne? Zu Sonne, Strand, Meer, ich bin mal ganz plakativ, ja, und zum Wohlfühlgefühl, ja, raus aus diesem Düsteren, ja, wo befindest du dich gerade? Scheint gerade wirklich eine anstrengende Zeit für dich zu sein, ja, dunkle Wolken, Gewitter, Ärger, Stress, ja, aber jetzt kommt es, lieber Steinbock, wo du dich gerade befindest, in einer Einweihung, weißt du was, das bekommen nicht viele Menschen, so eine Einweihung, ja, auch wenn sich das äußerst übel für dich anfühlt, aber die geistige Welt pickt sich den einzelnen Steinbock raus und sagt, du wirst eingeweiht, du wirst eingeweiht, du wirst eingeweiht. Pff, Wahnsinn. Ritus des Übergangs. Überschreiten der Schwelle. Boah, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, diese Schwelle darf jetzt überwunden werden, überschritten werden und die geistige Welt und der Erzengel Gabriel ist an deiner Seite. Und sei bitte nicht der Meinung, dass eben halt andere das für dich tun. Du bist das Tierkreiszeichen, was in der Lage ist, an die höchsten Gipfel zu erlangen. Ja? An dein Ziel, deine Wünsche, Träume, Vorstellungen, die du in deinem Leben hast, zu kommen. Das macht kein anderer. Und da sei dir gesagt, dem bleib auch treu. Nur sei dir gewiss, dass das andere nicht für dich tun.
bist ja diejenige, die dich da zum Gipfel bringt. Und du schaffst das auch, weil du diese Energie hast und in einem Einweihungsprozess bist. Wow! Also bleib deinen Wünschen und Vorstellungen treu. Das möchte ich nochmal sagen. Wünsche, Vorstellungen, Ziele, Hoffnungen, Sehnsüchte, alles gut. Du wirst sie erreichen. Und dir werden auch geistige Helfer an die Seite gestellt. Hier hast du ja schon mal einen. Ja? Wow, starke Legung, lieber Steinbock. Wow. Also bleib deinen, bleib deinen Träumen, Wünschen treu. Aber begib du dich für dich auf den Weg. Wer mitkommen will, wird mitkommen, lieber Steinbock. Ja, wunderbare Legung. Wünsche dir gutes Gelingen. Ich stelle die Karte nochmal hier so hin. Schau dir diese Öffnung an. Da scheint die Sonne. Geh dahin. Alles Liebe und Gute, lieber Steinbock. Und ich sag bis dahin, alles Liebe, die Tina.